So, guten Tag, Sonntag, kurz vor dem Mittag und wir fahren jetzt gerade ins Geschäft. Ich muss noch meine Poolparkkarte da, muss ich noch zurückbringen, weil ab nächsten Monat sind wir dann im neuen Office. Zeige ich euch dann sicher mal noch, machen wir noch einen Rundgang. Und genau. Ein paar Karten vom alten Ort noch kurz abgeben. Sonntag hat es wenig Verkehr. Und dann können wir hier gerade noch Autopilot testen. Momentan noch hinter dem VW ID3. Jetzt müssen wir hier schnell den Autopilot rausnehmen, um die Velofahrer zu überholen. Wobei jetzt können wir gerade nicht überholen. Ich zeige nur zwei Velofahrer an, dabei sind es ja mehr als zwei. Durch vier Anzeigen auf dem Bildschirm, nicht nur zwei. Drei, schafft recht noch vier. Zwei, vier, er hat es geschafft. Uiuiui. Ui. Nächste Woche sollte die erste Model Y eintreffen in der Schweiz. Da bin ich gespannt. Am Freitag wäre dann eine Präsentation im Showroom, also in den verschiedenen Showrooms. Ich glaube, an allen möglichen Orten. Zürich. Wo hat es noch? In Lausanne. Cham ist, glaube ich, auch etwas, obwohl ich das gar nicht gesehen habe zum Buchen. Ja, ich denke, wahrscheinlich Genf, Bern wird sicher auch etwas haben. Bin ich gespannt. Ich hoffe, ich komme dann da ein bisschen Video- und Bildmaterial über. Dann kann ich dann ein Video machen. Für all die, die nicht vor Ort sind. Ich war ja schon am Model 3 Event. Wo das erste Model 3 auf Zürich in den Showroom kam. Bin ich auch gegangen. Da hatte es eine riesige Schlange vorne dran. Und auch im Laden hinein nachher. Riesige Schlange. Alle wollten mal reinhocken. Man konnte dann einfach kurz reinhocken. Und dann ist dann eigentlich schon der nächste dran gekommen. Darum will ich dann lieber das in Ruhe anschauen können, wenn es dann der erste Gag abholen kann. Und man dann vielleicht auch mal kann, Probefahrt machen oder eine Runde mitfahren. Weil ich denke, um wirklich zu schauen, ob es cool ist, das Model Y, muss man fahren. Ich glaube, das ist schon ein rechter Unterschied vom Fahrgefühl her, wenn man da ein bisschen höher oben sitzt. Ich kann mir das schon cool vorstellen. Vor allem zum Ein- und Aussteigen. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Also für mich ist Ein- und Aussteigen, vor allem so enge Parklücken, ist schon nicht gerade wirklich einfach beim Model 3. Schon relativ tief unten einsteigen. Man merkt dann, es ist ein richtiger Sportwagen. Und das ist dann beim Model Y sicher noch angenehmer. Sonst den Platz brauche ich ja eigentlich im Normalfall nicht. Ich denke, die meisten brauchen wahrscheinlich in 95% der Felder Platz nicht vom Model Y. Aber wenn man natürlich hat, ist sicher cool. Und bei uns, ich denke, wenn die ganze Familie mal vorgeht mit dem Hund, dann bräuchten wir den Platz schon. Wobei eben, das ist immer seltener, dass alle mitkommen. Jetzt, wo die Kinder schon grösser werden. Aber prinzipiell würde mich so ein Model Y eigentlich schon reizen. Wobei eben, ich bin mit meiner Luna tiptop zufrieden. Bringt mich überall an, hat genug Platz, genug Leistung und vom Unterhalt her ist das das günstigste, was man fahren kann eigentlich. Standard Range Plus.
etwas knirscht. Ich glaube, das ist die Lüftung. Das war nur das Papier. Das Papier, das rumgelegen ist und ich bin mit den Beinen dran gekommen, hat es immer gut. Das ist schon krass, wie so Kleinigkeiten haben. Oder auch irgendwie, wenn die Jacke hinten dran liegt und sich der Reissverschluss bewegt oder so. Ist schon. Wird man gerade empfindlich bei Geräusch. Sonst so schön ruhig ist. Arbeit hat er sogar noch gespeichert. Sind wir schon lange nicht mehr gefahren zur Arbeit. Aber der Arbeitsweg kann mein Tesla super. Also die Luna kennt den Weg. Und ich kann eigentlich im Normalfall auf dieser ganzen Fahrt ins Geschäft habe ich eigentlich null Probleme. Bin jetzt gespannt, wie das in dieser Version ist. Wir haben ja da 2021, 12, 25, 7. Erst gerade überkommen, vor ein paar Tagen. Es sollte eigentlich schon lange wieder eine neue kommen. Und bin ich gespannt, wenn die bei mir kommt. Bei mir geht es in letzter Zeit immer länger, bis das Zeug kommt. Ab und zu bin ich mal ziemlich einer der Ersten gewesen, der das Zeug bekommen hat. Jetzt wieder ziemlich einer der Letzten. Oder so im Mittelfeld, würde ich sagen. Aber ja, das kann man ja nicht steuern. Genau, wie lange haben wir da? 23 Minuten, sagt er noch. Jetzt kommen wir dann auf die Autobahn. Und wie gesagt, die Strecke, ich weiss nicht, ob es wirklich daran liegt, dass ich die einfach schon so viel gefahren bin. Oder ob einfach die Strecke optimal ist für den Autopilot, ob ich einfach Glück gehabt habe, dort wo ich wohne und wo ich arbeite. Wobei eben, die letzten zwei Jahre habe ich eigentlich zu Hause gearbeitet, im Homeoffice. Aber da meistert er eigentlich wirklich alles tipptopp. Jetzt ist das Problem, dass er da dann auf 120 geht statt. Dann kann ich einfach auf Geschwindigkeit drücken. Dann übernimmt er die. Und ich kann jetzt auf den Blinker stellen und er wechselt dann automatisch die Spur. Das funktioniert auch. Und dann einmal den Hebel abziehen. Dann beschleunigt er auf 120. Das Einzige, was ich jetzt da muss, ich muss jetzt hier einmal die Spur wechseln. Das kann er leider nicht, also meine nicht, weil ich Enhanced Autopilot habe ich nicht, also der erweiterte Autopilot. Ich habe nur den Standard Autopilot. Aber wie ihr seht, der Standard Autopilot langt eigentlich auch. Ausser man fährt wirklich extrem viel weite Strecke Autobahn, dann würde ich empfehlen, den erweiterten Autopilot zu nehmen. Eigentlich nur aus einem Grund, weil er selber die Spur wechseln kann. Ein- und Ausfahrten nehmen. Und wenn ich weiter Strecke auf Autobahn fahre, ist das schon praktisch. Dann nimmt er immer die richtige Spur und kann dann auch so bei Verzweigungen richtig abbiegen und so. Das kann meiner natürlich nicht. Der nimmt dann einfach die Spur, die er gerade ist. Da muss ich noch selber schauen. Wobei eben der Spurwechsel funktioniert natürlich auch nur, wenn er genug Platz hat. Also so wie jetzt auf der Autobahn wäre super mit so Verkehr. Da geht es tiptop. Und wenn es dann ein bisschen mehr Verkehr hat, vor allem in der Schweiz, ist es ein extremes Gedränge dann. Dann kann er die Spurwechsel nicht mehr machen. Auch in Frankreich, in Südfrankreich, wo wir gewesen sind. Wenn dort ein grosser Verkehr ist, dann schafft er den Spurwechsel eigentlich nie. Weil die Abstände einfach
In der Schweiz fahren sie extrem nahe auf und in Frankreich war es genau auch so gewesen. Ich glaube, so, umso mehr, dass man in den Süden geht, umso mehr wird aufgefahren. Das erkennt er natürlich auch nicht. Da kann man immer auf einen vor einem hoffen. Oder eben, man tut schnell selber einstellen, wie schnell man fahren will. Jetzt müssen wir dann eh auf die äußerste Spur. Die geht Richtung Zürich. Die Stadt. Ausser sie haben hier die Spur wieder aufgemacht, die eine. Aber da ist eigentlich immer nur die ganz linke Spur jetzt immer gsi bis auf Zürich. Nein, das ist schon immer so, das ist doch fix so jetzt. Zürich City ist nur diese Spur. Heute ist ja der letzte Tag. Ah, nein, stimmt gar nicht. Es ist ja noch mal eine Woche Ferien. Das heisst, wir kommen nur einen Teil der Leute heim. Das sollte eigentlich noch nicht so viel Verkehr haben. Ich glaube, nächsten Sonntag hat es dann einiges mehr. Dann ist nämlich wirklich Ferienende hier in der Schweiz. Andere gehen in diesem Wetter am Sonntag in die Body. Ich fahre ins Geschäft. Aber die Body ist mir ehrlich gesagt, erstens mal hat es zu viele Leute und zweitens ist es mir einfach zu heiß. Da kann ich eh nur immer im Schatten hocken. Im Auto ist es schön angenehm, 20 Grad, tipptoppi Sache. Die Bahn ist auch leer. Autopilot fährt allein. Ich muss gar nichts machen, außer das Steuerrad heben und raus schauen. Und dann kommen wir dann schon bald in die Stadt. Dann bin ich gespannt, wie sich der Autopilot am Sonntag in der Stadt macht. Wie gesagt, für eine Stadt ist er ja nicht geeignet. Innerstädtisches Fahren kommt eigentlich erst in der Zukunft. Und auch nur, wenn man das Full-Self-Driving-Paket gekauft hat. Das könnt ihr auch auf der Tesla-Webseite nachlesen. Da könnt ihr auch auswählen, die verschiedenen Pakete, die es gibt vom Autopilot. Und ihr seht schön, welche Funktionalität das bietet. Aber der Standardpilot fährt eigentlich auch in der Stadt. Man muss einfach gut aufpassen. Er stoppt zum Beispiel nicht. Da dann 60. Ja, eben, er hält nicht bei Lichtsignal und so weiter. Da müsst ihr wirklich gut aufpassen selber. Geschwindigkeit übernimmt er eigentlich im Normalfall relativ gut. In der Stadt ist er im Normalfall gut beschildert. Und Spurführung, die Spurmarkierungen sind in der Stadt im Normalfall auch relativ gut. Bei so Baustellen, da pfeift er immer, wenn er merkt, da ist Baustelle, dann fängt er auch an umpfeifen. Aber jetzt hier gesehen, da ist eigentlich die Markierung gut. Also der Autopilot fährt mindestens 90% vom Arbeitsweg fährt er selber. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich den Enhanced oder den Full Self Driving hätte. Ich glaube, das müssen wir mal testen. Ich glaube, wir müssen da mal ein Auto haben mit Full Self Driving Paket und müssen mal mit dem ins Geschäft fahren. Mal schauen, ob das einen Unterschied macht.
Es hat ja gerade ein bisschen fest abgebremst, wo wir da ins Tunnel rein sind. Aber die vorne dran auch. Alte Leute haben das noch viel. Bevor sie ins Tunnel reinfahren und wenn sie aus dem Tunnel rausfahren, müssen sie mal fest abbremsen. Weil sie einfach kurz nichts mehr sehen. Das ist vielleicht beim Autopilot auch so. Und sonst können sie ihn einfach übersteuern. Wenn ihr merkt, er bremst ab, dann könnt ihr ihn eigentlich einfach übersteuern. Jetzt müssen wir da sowieso kurz die Spur wechseln wieder. Da ist jetzt auch komisch brutal dunkel in dem Tunnel. Das ist der riesen Stollen, den sie da gebaut haben. Ich hoffe, das macht es noch etwas heller. Jetzt haben sie alles erst neu gemacht. Jetzt sind wir in der Stadt. Jetzt sollten wir auch das 50er-Schild erkennen. Jetzt sind wir aber mit 60 unterwegs. 50 hat er nicht erkannt. Jetzt hat es nochmals ein 50er-Schild, er sieht es, jetzt hat er es erkannt. Er tut aber die Geschwindigkeit komischerweise nicht reduzieren. Hätte ich noch ein bisschen müssen warten, ist mir aber zu gefährlich in der Stadt. Vor allem in Zürich in der Stadt, da stehen überall Blitzer an jedem Ecke. Für alle, die noch nie in der Stadt Zürich waren, ja, nicht schnell fahren. Es hat überall Blitzer. Das haben wir bei vielen Städten noch so, dass die eine Spur, die mehr oder weniger durch die Stadt durchgeht, dass die wirklich super markiert ist und eigentlich immer schön geradeaus geht. Das ist natürlich für den Autopilot tipptopp. Vor allem, wenn er noch gewissen Autos folgen vorne dran. So in einer Altstadt, wie zum Beispiel in Avignon, wo wir waren, wo wir in den letzten Videos vielleicht gesehen haben, ich glaube, durch so eine Altstadt, da kommt ein Autopilot nie durch. Da kommt nicht einmal ein Mensch durch. Wäre mal spannend, was jetzt so ein Full Self-Driving würde machen, wenn man den reinschickt. So wie wir Destination Charger anwählen, zumindest in Avignon und sagen, dort hin navigieren. Ich habe das Gefühl, der würde stecken bleiben. Der würde sich komplett festfahren dort rein. Weil uns hat es ja wirklich Wellen durch Wege durchführen, wo unmöglich. Also das ist, ich glaube, man müsse, ich weiss nicht, mit aussteigen und 100 Mal hin und her zirkeln, wäre es vielleicht irgendwie gegangen. Aber ich weiss, das ist einfach für ganz, ganz kleine Autos ist das gemacht. So, die berühmte Hartbrücke. Schon so lange nicht mehr da durchgefahren. Krass. Es wird nicht gerade rot jetzt da. Dann fährt er nämlich da auch schön alles durch. Und jetzt hat er dann immer das gleiche Problem. Weil da will er irgendwie einfach die Busspur nehmen, geradeaus, statt dass er dann da vorne abbiegt und den Autos nachfährt.
hat er sogar ein Auto vorne dran, das er schön anfahren könnte. So, da weiss er jetzt natürlich dann auch nicht hin. Oder? Weiss er wohin? Ah nein, es wird rot. Schade. Schade, er hat es vielleicht sogar geschafft. Aber es ist rot. Er sieht sogar das Rotlicht auch ganz knapp. Mit dem Pfeil. Unglaublich. Obwohl wir so nah sind. Ja gut, die Kamera ist oben. Das heisst, ja, man sieht es natürlich schon. Es hat mich zu Wunder genommen, ob er die Kurve sogar selber genommen hat. So. Dann kommen wir da schon rein. Jetzt kommt dann auch ganz eine lustige Stelle. Mal schauen, was er da macht. Jetzt hat es einen doofen Velofahrer. Fährt er jetzt neben dem durch? Krass, er fährt neben dem Velofahrer durch. Unglaublich. Da ist ein Trottel. Was macht jetzt der? So, wieder rot. Jetzt haben wir es genau verpasst. Aha. Jetzt nicht. Ja, jetzt bringt der Autopilot nicht mehr. Jetzt sieht er keine Linie, sonst eigentlich hätte man aktivieren können. Ja, dann halt nicht. Jetzt kommt der wieder, der doofe Velofahrer. Mal schnell überholen. Dann ist schon wieder rot. Fährt mitten im Weg, der Velofahrer. Glaube ich nicht. Jetzt hast du aber gute Linie, oder? Da will er immer den Randstein kratzen. Da muss der höhere Randstein will er immer kratzen. Ich weiss nicht warum. Ich finde den gar nicht cool, der Autopilot. Und jetzt ist ja eigentlich alles wieder tipptopp, die nächste Strecke da. Bis wir wieder abbiegen müssen. So eine schöne Nummer da, 5107. Und in so einem Fall lottert die Büchse. Wie geschieden seine Nummer? Ja gut, kann ich ja nicht. Die Nummer kann leider nur Strassenverkehrsamt verkaufen. Teuer. Private können sie nicht verkaufen. Sonst würde sicher viel Geld bekommen bei dir, könnte sich ein neues Auto kaufen. So, man merkt, wir sind in der Stadt. Man muss wieder ein paar Meter halten, weil es rot ist. Obwohl es eigentlich keine Autos hat. Zwei, drei Velos. Zwei, drei Autos. Das ist Zürich. Alle 200 Meter hat es eine Kreuzung, wo man von allen Richtungen in alle Richtungen muss können fahren. Ich check das nicht. Der den Verkehr geplant hat. Warum die Leute von allen Richtungen in alle Richtungen müssen können fahren mit dem Auto, das check ich nicht. Warum man nicht einen Kreisverkehr machen kann und nur in eine Richtung fahren. Aber ja.
So, Verbrauch, schaut mal den Verbrauch an. Es ist schon einfach genial, das Auto. Jetzt sind wir fast 30 km gefahren und haben einen Verbrauch von knapp über 100 Wattstunden pro Kilometer. Also mit dem Verbrauch müssten wir über 400 km kommen. Mit dem Auto. 450 fast. Ist schon genial. 30er-Zone, ja, immer den Tempomat rein tun. Wir können auch den Autopilot rein tun sogar. Und wenn rot ist. Nein, komm jetzt. Wieso schwankst du hin und her? Fahr doch einfach eine Spur, entscheide dich. Gottfried, stutz nochmal. Da kommt er jetzt im Panikmodus, also ist er bis jetzt immer voll übers Zeug reingefahren. Nein, also. Schon wieder die Felge kaputt. Darum ja nie teure Felgen kaufen. Also ich zumindest. Früher oder später tüpfen wir irgendetwas. Entweder mit Autopilot oder man selber irgendwie. Jetzt durch. Wo fährt jetzt mein Auto durch? Der wollte einfach da. Wieso ramscht das Zeug, wenn. Das verstehe ich schon nicht ganz. Dass er mich so nah muss am Zeug entlang fahren, wenn es auf der anderen Seite so viel Platz hat. Kommt er mich schnell. Jetzt kommt er gar nicht, Autopilot-Zeichen. Weil er gar keine Linie sieht, nichts. Jetzt kommt er dann wahrscheinlich, weil er Linie sieht. Da sind sie immer noch. Ist krass, wie lange das die an dem Zeug da umgebaut haben. Ich glaube, ich spinne. Jetzt sind sie jetzt irgendwie bei 1,5 Jahren sind sie da irgendwie am Zeug umbuddeln. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Du. Ei, was bauen denn die da? Komplett neuer Bahnhof. Ich meine, die haben noch unendlich lang für das. Das sieht noch aus, als wäre es erst am Anfang. Krass. Bin ich fast ein bisschen froh, dass da jetzt Corona ausgebrochen ist, muss ich sagen. Und da die ganze Zeit hat man sogar arbeiten gehen. Eieiei. Dann die Baustelle und alles. So. Schon da alles voll. Gut, stellen wir hier in den Schatten. Und dann bringen wir die Parkkarte kurz zurück. Peace. So, da wäre unser neues Gebäude da vorne. Da sehen wir den Eingang. Alles neu.
Da machen wir dann mal einen Rundgang. Ich glaube, ich komme momentan noch nicht rein. Wir können jetzt mal schauen. Ich glaube, es geht erst nächsten Monat. Da werden die neue Garage einfahrt. Und die ist mit Nummernschilderkennung. Das heisst, theoretisch sollte ich anfahren können. Dann sollte es Nummernschilder kennen. Freistaat. Vielleicht ist es noch nicht fertig eingerichtet, wer weiß. Das wäre auf jeden Fall die Garage-Einfahrt.